Und ich habe bisher absolut noch nie eine Community gesehen, die überhaupt eine Community ist. Es wird immer von Community gesprochen, aber es war nie der Fall. Das heißt, es gibt dann immer irgendwie diese Master-Trainer, an die kommst du auch gar nicht ran. Das heißt, es sind coole Leute, auf die schaust du auf und du kommst nicht an die Menschen ran. Und ich habe das Gefühl, bei Hit-to-Beat ist das anders. Du merkst gar nicht, ob da jetzt ein Master-Trainer vor dir steht, ein Mover oder ein ganz normaler Trainer. Es ist völlig egal, man tauscht sich immer aus. Und das finde ich mega cool. 5, 6, 7, 8. Was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, Pete R. Und willkommen zu einem neuen Erfahrungsbericht. Ihr kennt vielleicht schon einige von dieser Erfahrungsberichte. Heute mit der lieben Tuba, auch schon seit längerem Hit the Beat Trainer. Und wir wollen heute herausbekommen, was bedeutet es, Hit the Beat Trainer zu sein? Wie wird man Hit the Beat Trainer? Wie ist da so der Ablauf? Wie wird man da in der Community willkommen? Und was bedeutet es überhaupt vor allem für Tuba, Trainer zu sein? Tuba, schieß mal ganz kurz los, kurz und schmerzlos. Stell dich einfach mal kurz vor. Was geht ab, Leute? Hier ist die Tuba Mover aus Köln. Und was ich sagen kann, ist, ich bin in der Community seit, ich sag mal, 3 bis maximal, ich glaube, so 4 Jahre plus minus. Und bin bisher auf jeden Fall sehr zufrieden, bin gerne am Start und deswegen auch nach fast 4 Jahren hier vor Ort mit Peter the Machine. Geil. Erzähl mal den Teilnehmern einfach kurz was über dich. Seit wann bist du überhaupt Allgemeintrainer oder bietest du nur Hit the Beat an oder hast du auch schon andere Trainingskonzepte gemacht oder wurdest dort ausgebildet? Also angefangen Kurse zu geben, habe ich mit 14, 15 sowas um den Dreh. Ich habe angefangen mit Tanzkursen, ganz so wie das viele machen. Dann habe ich mit 16 eine Ausbildung angefangen als Gymnastiklehrerin, habe ich auch 3 Jahre gemacht. Auch vollendet und da habe ich ganz, ganz viele Konzepte kennengelernt. Also von A bis Z alles durch. Es gibt nichts, was ich nicht gemacht habe, weil ich dementsprechend auch musste. Dann wurde ich Hit the Beat Trainer, also nach meiner Ausbildung war das, direkt danach, weil ich ins Ausland gegangen bin, in ein Hotel. Und da hatte ich eine ganz crazy Connection. Das war auch eine Trainerin, eine Hit the Beat Trainerin. Und ich wollte im Hotel arbeiten, hat sie mir davon erzählt. Wobei ich schon vorher davon gehört habe, dadurch, dass ich den Daniel kannte und der Daniel der Trainer war. Aber es gab nie den Moment, wo ich gesagt habe, jetzt zieh ich's durch. Und ich glaube, das Gespräch, das, wie hieß die denn nochmal? Das war die irgendwas Victoria, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war das dann aber tatsächlich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache die Ausbildung. Und erst nachdem ich Hit the Beat kennengelernt habe, kann ich sagen, habe ich mich komplett von all dem ganzen Zeug gelöst. Komplett. Weil es hat mich so genervt, dass du in einen Kurs reingehst und du suchst dir deine Übung aus, ja, aber es sind dann irgendwie, keine Ahnung, 15 Übungen und du musst dir immer Gedanken machen, wie lange mache ich die Übung, jetzt musst du runterzählen, jetzt musst du, weiß ich nicht, jede Woche was Neues machen. Es war immer mega viel Aufwand, ohne ein richtiges Konzept und irgendwann hat mich das mega genervt. So, und erst nachdem ich die Ausbildung gemacht habe, kann ich ehrlich sagen, es ist als Trainer, ich persönlich finde das Konzept einfach übergeil, weil du dann nur deine 4 Übungen hast, die du dir viel, viel spezifischer suchen kannst. Das heißt, du sagst, boah, ich habe heute richtig Bock, die Schultern auseinanderzunehmen oder den Bauch zu machen und sonst was. Und ich kann versichern, nach diesem Kurs gehst du raus und du weißt, dass du was gemacht hast. Hundertprozentig. Also ich kenne keinen, der rausgeht und sagt, boah, heute war richtig läppisch. So, deswegen feiere ich das Konzept grundsätzlich mega. Habe dann aber nebenbei noch ein Studium angefangen als Sportwissenschaftlerin. Da wurde mir zum Glück noch ein bisschen was angerechnet. Das heißt, ich wurde dann verkürzt auf noch ein Jahr. Das heißt, dass ich nur 2 Jahre studiert habe. Und das habe ich jetzt letztes Jahr beendet und arbeite jetzt in einem Gesundheitszentrum. Habe aber nebenbei immer mal wieder irgendwo gejobbt. War auch 2-mal im Ausland, habe 2 Saisons Fitnessanimation gemacht. Und kann jetzt sagen, ja, ich glaube 2018 war das, habe ich die Ausbildung gemacht. Anfang, Mitte 2018, also sind jetzt mittlerweile schon fast 4 Jahre. Cool, du hast jetzt ein bisschen über den Kursaufbau gesprochen mit den 4 Übungen. Warum hast du das erwähnt, beziehungsweise warum ist das so wichtig, dass das so einfach von der Hand geht? Warum hast du das erwähnt? Was ist dir daran besonders wichtig? Du musst dir vorstellen, es ist eigentlich relativ simpel zu erklären. Wenn du da Leute hast, die sind Anfänger, die sind fortgeschritten, die sind, weiß ich nicht, immer ab und an mal im Kurs, den musst du dann eine Übung erklären,
machst die dann, keine Ahnung, zwei, dreimal, viermal und dann kommt schon die nächste Übung. Und dann machst du die, dann kommt die nächste. Und dann hast du in einem Kurs 10 Übungen oder so. Und die haben sich absolut gar nichts davon gemerkt. So, das heißt, es ist im Nachhinein verdammt schwierig, das alles aufzubauen, dass die Leute sich daran erinnern und du musst immer, immer, immer wieder, wahrscheinlich 100 Mal jede Woche, dieselben Ausführungshinweise geben, weil die Leute immer dieselben Fehler machen. Das heißt, für mich ist es einfach nur Quantität. Es ist verdammt viele Übungen mit einer Ausführung, die gar nicht, also nicht vertretbar ist. Und bei Hit the Beat ist es halt genau anders. Du hast halt weniger Übungen und hast viel, viel mehr Zeit, um in die Ausführung einzugehen. Und ich als Trainerin kann dann wirklich auch behaupten, dass die Leute genug Ausführungshinweise bekommen haben und sich daran erinnern. Das heißt, auch wenn ich zum Beispiel so eine Routine mache, eine Zweier-Routine, eine Vierer-Routine, da bin ich mir auch sicher, dass die Leute da die Ausführungen richtig machen und ich da richtig ausrasten kann mit der Motivation und die Leute die Energie auch aufnehmen. Wenn die schon 10 Übungen durch hatten, meinst du im Ernst, die haben Lust drauf, dann irgendwie so eine Motivation abzubekommen? Die haben schon so vieles im Kopf voll, das funktioniert gar nicht. Das ist für mich absolut Quantität oder Qualität. Und du hast jetzt auch die Energie angesprochen. Was meinst du damit? Also, was bedeutet die Energie im Hit-the-Beat-Kurs? Ich meine, ich komme ja so wie du auch aus dem Tänzerbereich und da spielt Musik eine verdammt wichtige Rolle. Und ich kann schon behaupten, dass ich die Energie aus der Musik ziehe. Und da ich aus dem Bereich komme, hat die Musik nochmal einen ganz anderen Wert für mich. Und wenn ich im Kurs bin und zum Beispiel jetzt die Routines, also beziehungsweise die Intervalle gemacht habe, dann weiß ich schon mal, dass die Ausführung von den Leuten stimmt. Und dann kann ich mich darauf konzentrieren, dass die Leute auch Bock drauf haben. So, das heißt, dann weiß ich, der Kurs läuft, weil die Ausführung stimmt. Dann weiß ich, dass der Kurs läuft, weil die Motivation bei den Leuten am Start ist. Und ich weiß, dass die Leute danach mit einer richtig geilen Energie rausgehen und wissen, boah, richtig geil, nächste Woche habe ich wieder Bock drauf. Es ist der Einklang mit richtig Gas geben und dementsprechend auch gesundheitlich richtig. Und dazu nochmal die Musik, die die Leute einfach pusht. Und warum ist dir das so wichtig, den Menschen als Trainer deine Energie zu geben? Was für ein Feedback bekommst du? Was für ein Gefühl gibt dir das? Oftmals höre ich, dass ich meine, die Menschen, die sind gestresst, die kommen von der Arbeit, manche von der Arbeit direkt ins Gym und mussten so viel jetzt im Alltag durch mit Chef, Mitarbeiter, irgendwelche Kunden und sonst was. Und dann sind die mal froh, wenn die nicht darüber nachdenken müssen. Und für mich persönlich reicht es nicht aus, wenn du einen Kurs gehst und deine Übung gemacht hast, die irgendein Geplapper angehört hast und bist wieder raus. Für mich ist erst ein Kurs vollendet, wenn die Leute mit einem Lächeln rausgehen und du danach noch mit denen chillst und mit denen labern kannst. Manchmal chill ich da mit den Leuten und laber eine Stunde noch nach dem Kurs vor der Tür. Einfach, weil du merkst, die Leute hatten richtig Bock und die wollen sich mit dir austauschen. Und darum geht es ja eigentlich auch. Es geht ja nicht darum, du gehst in den Kurs und du bist raus und bist dann auch wieder zu Hause. Es geht ja um den Austausch. Und wenn ich den Leuten auch nur für 2 Minuten davon abhalten kann, dass die gestresst sind, dass die irgendwas beschäftigt, dann reicht das schon aus. Cool. Und du hast jetzt auch den Austausch angesprochen. Und ja, erklär mir mal oder erzähl mal den Leuten da draußen, wie ist denn der Austausch in der Hit the Beat Community? In der Community. Da sprichst du was richtig Gutes an. Ich kann schon behaupten, dass ich einer der Menschen bin, die Hit the Beat mit auch am krassesten feiert wegen der Community. Ich meine, ich habe halt in meiner Phase jetzt vieles durch und ich habe bisher absolut noch nie eine Community gesehen, die überhaupt eine Community ist. Es wird immer von Community gesprochen, aber es war nie der Fall. Das heißt, es gibt dann immer irgendwie diese Mastertrainer, an die kommst du auch gar nicht ran. Das heißt, das sind coole Leute, auf die schaust du auf und du kommst nicht an die Menschen ran. Und ich habe das Gefühl, bei Hit the Beat ist das anders. Du merkst gar nicht, ob da jetzt ein Mastertrainer vor dir steht, ein Mover oder ein ganz normaler Trainer. Es ist völlig egal, man tauscht sich immer aus. Und das finde ich mega cool, ob es jetzt Support ist, ob es irgendwie irgendwelche Tipps sind oder wenn man vor Ort irgendwie bei einem Outdoor-Workout, wenn ich Outdoor-Workouts gebe und dann erfahre, dass da irgendwie ein Trainer dabei ist oder so. Ich finde das richtig cool. Für mich ist das einfach nur nochmal eine Motivation, direkt connecten und schauen, dass man irgendwo mal Videos drehen kann oder so. Und warum ist dir die Nahbarkeit von Menschen so wichtig? Ja, ich bin ein Teamplayer, also ich bin der Meinung, wenn man gemeinsam irgendwie was als Ziel hat oder irgendwie durchziehen möchte, dann ist das für alle Parteien einfach leichter. Man bleibt dran, die Motivation ist immer hoch,
und man zieht durch. Also ich meine, Alleingänger, ich meine, das ist ja schon fast bewiesen. Alleine kriegst du eigentlich fast gar nichts hin. In einem Unternehmen ist das ja auch so. Manchmal musst du dir einfach mal Leute holen, die Spezialisten sind in irgendwas. Und so sehe ich es in der Community auch. Dann kennst du irgendwen, der dann irgendwie, keine Ahnung, Trainer ist und das irgendwie cool kann. Und dann tauscht ihr euch aus und dann nimmst du dir da was mit und dann redest du mit dem und der hat irgendwie eine andere Connection zu einem anderen Studio oder so. Und da nimmst du deine Connection mit. Also gemeinsam geht es auf jeden Fall immer besser. Cool. Kannst du den Zuschauern mal ja, versuchen, in ein paar eigenen Worten zu erklären, was eigentlich passiert ist von der Ausbildung, wie die Ausbildung gelaufen ist, wie war die Ausbildung bis heute? Was ist passiert? Was ist in der Zeit auf dich zugekommen? Was hast du kennengelernt? Waren es nur Kurse? Ich weiß es nicht. Einfach mal, dass die Teilnehmer wissen, was bei dir da passiert ist in diesen, ich weiß nicht, vielleicht, wie du gesagt hast, 3 Jahren jetzt. Fast 4 Jahren. Was ich sagen kann, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich vor allem im Tanzen nochmal ganz anders aufgeholt habe. Ganz, ganz anders. Für mich war das ja damals so, dass ich durch das Tanzen war ich verletzt. Und dann konnte ich das nicht mehr so machen wie zuvor. Und ich bin dann ins Gym gegangen. Es hat kein halbes Jahr gedauert. Ich konnte das nicht mehr. Das war einfach nur Pumpen und das war's. Aber es war kein Lifestyle, den man irgendwie leben konnte. Und es war zum Beispiel mit Hit-The-Beat ganz anders. Als ich mit Hit-The-Beat angefangen habe, ich meine, ich habe immer was davon gehört. Ich habe ja zum Beispiel dein Video auch gesehen, als du damit angefangen hast. Also, dich kennt man ja auch schon so in der Tanzbranche. Aber wo ich sagen kann, dass sich mein Leben verändert hat, war, als ich den ersten Kontakt hatte zur Community. Das heißt, bei dem ersten Mal, weiß ich nicht, Fibo oder beim ersten Mal hier die Weihnachtsfeier so in Berlin. So, da kann ich sagen, boah, da war ich direkt drin. Das war direkt so, boah, Tubo, okay, jetzt musst du Gas geben, jetzt musst du auch was auf Social Media machen, jetzt musst du auch dahin und dahin. Ich meine, mittlerweile gibt es ja gar keine Grenzen mehr. Wir fahren ja durch ganz Deutschland durch und treffen da Trainer und treffen da Mover und keine Ahnung was. Das ist zu einem Lifestyle geworden. Und das, würde ich sagen, hat sich am krassesten verändert. Bei mir so, auch persönlich, mindsetmäßig voll. Weil für mich war früher immer nur, okay, durch die Nase tief einatmen, durch den Mund ausatmen. Du suchst dir jetzt 15 Übungen vor dem Kurs aus, also durch die Ausbildung, die ich damals gemacht habe. Das hat sich alles geändert. So, das hat mir gezeigt, dass man auch Kurse geben kann, die cool sind und die modern sind. Ja, jetzt habe ich auch voll den Faden verloren, ehrlich gesagt. Ja, einfach nur, du hast schon sehr viel gesagt. Wie gesagt, wie der Lauf der Dinge bei dir war, jetzt einfach Ab der Ausbildung, meinst du? rein rational in Anführungsstrichen, einfach Ausbildung, was ist dann passiert? Du sagst Mover, einfach nur mal für die Zuschauer. Mover bedeutet Marktbotschafter, Captain der Region. Und was du einfach erlebt hast, du hast schon ein paar Eindrücke gesagt, Fibo etc. Vielleicht können wir das einfach nochmal verkürzen, die Frage, indem du einfach sagst, was war bis jetzt dein größtes Highlight als HIIT-TV-Trainer? Ich würde sagen, bisher meine Highlights waren grundsätzlich immer die Outdoor-Workouts. Die fand ich immer am coolsten, weil du rechnest dann nicht mit Menschen, die dann aber auf einmal auftauchen. Das finde ich cool, dass das zeigt dir, dass da Leute Interesse haben, dass die Leute gerne kommen und das Knüpfen, also Kontakte knüpfen. Du bist bei einem Outdoor-Workout und denkst dir so 2 Minuten zuvor, boah, ich glaube, es kommt keiner. Und auf einmal kommen da voll die Leute und bringen Freunde mit und so. Und ich glaube, meine Highlights sind grundsätzlich immer die Outdoor-Workouts. Ich finde es immer cool mit der Community und so, mit der Crew. Aber so, wenn ich als Trainer erzähle, dann glaube ich so die Outdoor-Workouts, weil da einfach random auch Leute kommen. Warum ist das Finde so ich wichtig? cool. Was drückt quasi deine Leidenschaft aus? Warum bist du so engagiert, immer neue Leute kennenzulernen, denen du halt deinen Spirit weitergeben möchtest? Schwierige Frage, ganz, ganz schwierige Frage. Ich glaube, es ist einfach nur die Gemeinschaft und dass man positiv, also den Leuten was Positives geben kann und dementsprechend auch was Positives bekommt. Das ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, das ist es eigentlich. Ich kann auch gar nicht wirklich sagen, was genau, aber ich mag das einfach, diese Gemeinschaft. Ich mag das in der Gruppe, ich mag das, wenn man sich austauscht und dann redet man mit ihm und dann redet man mit ihr und das finde ich einfach cool. Den Support, den Zusammenhalt, die Gemeinschaft finde ich genial. Cool. Kannst du uns mal so ein Feedback geben, was die Teilnehmer über deine Kurse sagen?
oder was du für ein Feedback von deinen Teilnehmern bekommst und vielleicht auch Freundschaften entstanden? Hast du regelmäßig Kontakt mit denen oder ist das nur einmal und dann sieht man sich 2 Monate später wieder? Nee, also wir haben jetzt zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe aus der Region Köln und Bergisch Gladbach. Da schreiben wir auch immer mal wieder oder mir schreiben Leute privat, die dann zum Beispiel mal bei so einem Live-Workout auf Instagram mitmachen oder mal Videos sehen, die dann nachmachen. Das ist schon ganz cool, sowas zu sehen, weil ich weiß, dass die Leute dann auch an einem hängen. Und was ich sagen kann ist, zum Beispiel nach Kursen, was ich ganz, ganz häufig so zu hören bekomme, ist eigentlich nur bezüglich der Energy. Das heißt, die Leute gehen rein und die spüren die Energy, die fühlen, dass ich da voll hinterstehe und das kommt bei denen auch völlig an. Die wissen, dass ich dahinter stehe, die wissen, dass ich Bock drauf habe und genau dasselbe strahlst du aus. Das, genau dasselbe kommt auch bei den Leuten an. Und wenn man den Leuten das mitgeben kann, dann hat man schon alles erreicht. Nun kannst du sagen, wie du dieses Gefühl spürst. Also wie kannst du den Teilnehmern sagen oder auch mir sagen, okay, der Kurs lief gut, die Energy ist zurückgekommen oder ach nee, das hat nicht so gut. Ja, also bei mir ist es so, das habe ich auch mal bei einem Beitrag unter dir, unter deinem Post geschrieben. Bei mir ist das grundsätzlich so, dass ich so einen überkrassen Fokus habe. Das heißt, wenn ich in den Kurs gehe, dann bin ich noch so voll bei mir und sage so, hey, wie geht's euch? So, was geht ab? Und spreche mich kurz aus, ob die noch irgendwelche Verletzungen haben und keine Ahnung. Und wenn dann die Musik läuft und dann ist der Moment, wo ich eigentlich kaum Bezug habe zur Realität, kann ich sagen. Es ist voll komisch zu beschreiben. Also ich kann es auch kaum beschreiben, aber es ist einfach so ein übertriebener Fokus und ich bin gar nicht dabei, ich weiß gar nicht, in welchem Raum ich bin. Ich weiß gar nicht, was neben mir abgeht, ob da Leute zuschauen oder so. Sowas interessiert mich auch nicht und sowas sehe ich auch gar nicht. Ich bin nur dabei, den Kurs zu geben und ich fühle das einfach so krass und ich fühle auch, dass die Leute so Bock haben, dass ich erst so nach dem Cooldown denke ich mir so, oh wow, okay, jetzt bin ich ja wieder bei mir. Es ist so ein, weiß ich nicht, so ein Überfokus, keine Ahnung. Es ist voll der Blackout. Ich erinnere mich voll oft auch gar nicht an den Kurs, weil ich das so krass fühle. Ich bin einfach voll dabei. Und du sprichst auch von der Musik. Warum ist die Musik so wichtig? Ich meine, es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass die Musik einen starken Einfluss auf die Gefühle und deinen Mut hat. Und ich fühle das auf jeden Fall. Ich sehe ja, dass es einen starken Einfluss auf mich hat. Ich bin schon, seitdem ich klein bin ich Tänzerin. Die Musik hat schon immer einen krassen Einfluss auf mich gehabt. Und vor allem so eher die Beats von Hit the Beats sind sowieso geil. Die würde ich mir auch so reinziehen. Das mache ich voll oft. Auch wenn jetzt neue Beats von euch kommen, dann höre ich mir die immer privat an, damit ich die in- und auswendig kann. Und ich würde mir die auch so privat anhören, auf jeden Fall. Ich fühle das einfach. Ich finde die Musik auch cool. Kannst du versuchen, diese Gefühle, wenn du sagst, ich fühle das, in Worte zu fassen? Was ist das für ein Gefühl, wenn die Musik angeht und du da quasi mit der Musik die Leute so motivierst? Das pusht mich einfach. Also die Musik, die pusht mich einfach heftig. Also ich spüre einfach bei jedem Beat, bei Hit the Beats ist ja grundsätzlich so, dass die Beats auch bewusst, denke ich mal, sehr laut sind. Und das fühle ich voll. Also ich glaube, es ist unmöglich, dann irgendwie Offbeat was zu machen. Ich spüre es einfach. Also ich fühle mich einfach wohl mit der Musik. Ich fühle mich wohl mit dem Konzept. Cool. Ja, das war schon, Tuba. Das war schon. Ja, danke für deine Zeit. Interessant mal auch deine Ansicht kennenzulernen, wie es so ist als Hit-the-Beat-Trainer, was für dich so das A und O ist, was wichtig ist für dich als Trainerin. Und wünsche dir natürlich weiterhin sehr viel Erfolg und Spaß als Hit-the-Beat-Trainerin. Viel Spaß mit dem Konzept, mit unserer Community. Vielleicht sehen wir uns ja in der Türkei. Das ist ja unser nächstes Event. Na klar, auf jeden Fall. Nicht mehr lang, wo unsere ganzen Markenbotschafter beisammen sind. Wir haben ja auch 2, 3 neue Mover. Vielleicht wären es noch ein paar mehr. Ist schön, dass man sich dann quasi im Robinson-Urlaub nochmal zusammen sieht und da jeder von euch auch die Kurse rockt. Bist du dabei? Ja, natürlich. Das ist jetzt eine Frage. Cool. Tarek, kommt der auch? Weißt du das? Ich hoffe doch. Du hoffst. Davon gehe ich aus, ja. Okay. Cool. Ja, würde mich freuen, ihn natürlich dann auch wiederzusehen und da die Workouts zu rocken. Motivierter Typ. Überall am Ja, wird auf jeden Fall geil. Und wenn ihr auch Lust habt, Hit-the-Beat-Trainer zu werden oder Fragen habt an Tuba oder an mich,
generell bezogen auf das Hit-the-Beat-Konzept könnt ihr es gerne in den Kommentaren einfach stellen oder hier in der Beschreibung findet ihr einen Link, wo ihr direkt einen Telefontermin vereinbaren könnt. Da spricht ihr mit einem unserer Mastertrainer, der beantwortet euch dann auch dort alle Fragen zum Thema Hit-the-Beat-Trainer, wenn ihr selber auch Trainer und Teil dieser Community werden wollt. Dir nochmal, Tuba, Dankeschön. War ein super. Sehr, sehr gerne. Jetzt weiß ich, wenn ich die ganze Musik verkaufen werde. Ich bin die Musik immer komplett kauft, alles. Ja, geil. Also ich weiß, hast du schon die neuen Mixtapes angehört? 9 und 10? Hat der Daniel dir da was? Nee, noch gar nicht, nee. Okay, na, da bin ich mal gespannt. Da sind so zwei Songs, die echt so meine Favorites sind. Also ich versuche da immer meine Inspiration, die mich so pusht, auch in die Mixtapes zu legen. Bin da gespannt, ob da was für dich dabei ist. Davon gehe ich schon aus. Wird schon dabei sein, auf jeden Fall. Cool. Und ich kann auf jeden Fall an alle sagen, an alle Trainer zumindest, die jetzt nebentätig irgendwie Trainer sind, wer die Ausbildung nicht macht, der verpasst was. Das schwöre ich. Das ist einfach so. Ja. Ihr werdet niemals ein cooleres Konzept finden. Und ich kann sagen, ich bin lang genug dabei, um das zu sagen. Cool, cool, ja. Dann warum, überzeug mal jetzt jemanden, hier ist ein kleines Gespräch, warum sollten die Leute Hit-the-Beat-Trainer werden? Warum die Leute Hit-the-Beat-Trainer werden sollten, ist, weil man grundsätzlich nie einen Bezug zu dem Konzept so herstellen kann, wie man es erwartet. Also voll oft sind da Trainer, die sind mega motiviert, machen die Ausbildung und merken danach, ja, jetzt stehe ich hier, habe jetzt ein paar Handouts und versuche jetzt einen Kurs draus zu machen. Und ich weiß, dass es bei Hit-the-Beat einfach ganz anders ist. Ich weiß, dass bei den Online-Ausbildungen, dass du immer Feedback bekommst. Ich meine, das ist ja auch das Konzept, dass du immer dein Feedback hast. Ich weiß, dass bei den bei der Ausbildung vor Ort der Fall ist, dass du natürlich Feedback bekommst, weil sonst kannst du die Übung ja auch nicht anleiten. Und ich kann sagen, dass wenn du damit fertig bist, hast du immer noch mega viele Videos auf dem Online-Portal, auf der Trainer-Area, die du dir immer anschauen kannst. Das heißt, wenn du dich mal an eine Übung nicht erinnerst, hast du immer die Möglichkeit, dir die Übung und die Variation anzuschauen. Plus dazu hast du sowieso einen Ansprechpartner als Mastertrainer, den du eigentlich fast alles fragen kannst. Und selbst wenn das nicht funktioniert, dann schreibst du irgendwen auf Instagram und ich bin mir sicher, du kriegst eine Antwort. Oder du rufst mich einfach an, bis ich dran gehe. Cool. Ja gut, Tuba, dann danke dir für deine Zeit. Und wir sehen uns ja schon morgen bei unserem Community Call, 21 Uhr, falls du da Zeit findest. Bleib gesund und ja. Du auch. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann, Leute. Haut rein, ciao. Ciao. 5, 6, 7, 8.